Die traurige Geschichte von Chuck Evers. Leider kein Weihnachtsmärchen. Die Sonne war schon untergegangen, obwohl die Uhr erst 5 Uhr Nachmittag zeigte, und in der königlichen Navigationsschule Timmel saß Chuck beim Lampenschein über seinen nautischen Berechnungen. Er konnte sich aber kaum konzentrieren. Als künftiger Seemann war er gegen Heimweh im Grund nicht zu empfindlich, doch so kurz vor Weihnachten nagte es dann doch am Herzen. Weshalb war er nicht wie die meisten seiner Mitschüler über die Feiertage nach Hause gefahren? Von Timmel nach Baltrum, das war doch keine Entfernung. Er hatte gute Lust, sich jetzt noch auf den Weg zu machen. Etwa 45 Kilometer zu Fuß, das wäre zwar ein strammer Nachtmarsch, aber durchaus zu schaffen. Eine Zigarrenkiste voller Kekse vom Timmeler Bäcker hatte er ohne dies für die Geschwister vorbereitet. Nun würde er sie also persönlich bringen, nicht per Post schicken. Und schon stapfte er im warmen Ölzeug, sein Kistchen fest unter den Arm geklemmt und eine Laterne in der Hand, hinaus in die Winternacht. Auch die Kladde mit den Berechnungen hatte er damit reingesteckt, so ist sie geschützt und er wird seine Studien auf Baltrum fortsetzen können. »Ich bin verrückt«, lachte er in sich hinein. »Was werden die staunen zu Haus, wenn ich plötzlich in der Tür stehe?« »Er hat Glück mit dem Wetter und kommt gut vorwärts. Aber der Weg ist wirklich weit.« Und so träumt er vorfreudig von zu Haus. Er sieht die Großeltern vor sich, wie sie in der Weihnachtsstube unterm Tannenbaum Nüsse knacken. Die Mutter, wie sie Tee bringt für alle. Und seine kleine Schwester, ob die übermorgen vielleicht wieder versehentlich ein Ostergedicht aufsagen wird? Nein, wohl kaum. Inzwischen ist sie ja auch schon viel größer. Ob der Vater auch zu Hause sein wird oder auf See ist, weiß er gar nicht mit Sicherheit. Aber er wird kommen, mit seinen Geschwistern spielen, der Mutter ein paar schwere Arbeiten abnehmen, vielleicht das ein oder andere reparieren und sich nach dem Fest mit neuem Schwung wieder ans Lernen machen. Er spürt es schon tüchtig in den Muskeln, als er im Morgengrauen endlich Westerakkumasil erreicht. Aber er liegt so gut in der Zeit, dass er mit etwas Glück sogar den Morgengottesdienst um 9 Uhr erreichen könnte, vorausgesetzt, er kann einen Fischer überzeugen, ihn überzusetzen. Ja, plant er, wird direkt zur Kirche gehen und die Familie dort überraschen. Er kann es kaum erwarten. Und tatsächlich, da sieht er 2 Fischer, die eben ihr Boot klar machen. Offenbar haben sie schon einen Passagier und sind damit einverstanden, trotz des leise aufziehenden Nebels auszulaufen. Rasch schließt er sich ihnen an. Der Mitreisende will nach Langeoog. Ja, das ist wunderbar, denn von dort ist es nur noch der sprichwörtliche Katzensprung bis Baltrum. Fast könnte man spucken von hier nach dort, grinst Chuck in sich hinein. Denn seit er selbst auf großer Fahrt war, können ihn die Entfernungen innerhalb Ostfrieslands ja nun nicht mehr wirklich beeindrucken. Doch der Nebel wird immer dichter. Richtige Erbsensuppe, knurren die Fischer und ärgern sich, dass sie sich haben überreden lassen zu diesem Turn. Gut, es ist zumindest nicht windig und sie sind erfahren, kennen Tiden wie Strömung und finden so ihren Weg an den Strand von Langeoog auch ohne gute Sicht. Der Sand schabt von unten am Bootsrumpf und schon kann Onno an Land gehen. Ein Seesack prallvoll mit Schmutzwäsche für Mutter über der breiten Schulter. Und auch sie wird begeistert sein. Jetzt also auf nach Baltrum, freut sich Chuck, als die Fischer wieder zu pullen beginnen. Ach, der Duft der See, es ist schon ein mächtiger Unterschied zwischen dem Feen und der Küste. Inzwischen kriecht ihm die Müdigkeit in alle Knochen und er macht sich schon fast Sorgen, während er predigt, später etwa einzuschlafen. Nun, am besten bittet er seine kleine Schwester, ihn mit dem Finger in die Rippen zu pieksen, sobald sie merkt, dass ihm die Augen zufallen. Das wird ihr Spaß machen, der kleinen Kröte, schmunzelt er. Und nun ist auch Baltrum erreicht. Frohes Fest, rufen die 3 einander zum Abschied zu. Er wünscht den Fischern noch eine gute Heimfahrt und sie ihm recht viel Freude bei der geplanten Familienüberraschung. Kaum kann er ihnen nachwinken, schon hat der Nebel sie verschluckt und er macht sich mit neuem Schwung auf den Weg. Zum Glück ist Baltrum die kleinste der ostfriesischen Inseln
so ist es nicht schlimm, dass er keine Ahnung hat, an welcher Stelle des Strandes er abgesetzt worden ist. Der Weg zur Kirche ist in jedem Fall rechtzeitig bis 9 Uhr zu schaffen. Doch langsam stockt sein Schritt. Obwohl er auf dieser Insel eigentlich fast jedes einzelne Strandhaferbüschel beim Vornamen kennt, im Augenblick fühlt er sich verwirrt. Mal marschiert er in die eine, mal in die andere Richtung. Doch immer, wenn er meint, nun müsse sich doch der Weg zum Dorf auftun, steht er wieder am Wasser. Plötzlich wird ihm gleichzeitig heiß und kalt und ein böses Prickeln überläuft ihn. Kann es sein, dass sie sich vertan haben? Dass dies gar nicht bald rum ist? Er ruft sich selbst zur Ruhe. Jetzt bloß keine Panik. Nun gilt es, ruhig Blut zu bewahren. Jetzt noch einmal auf den Weg gemacht und hoffentlich diesen grausamen Verdacht als Irrtum entlarven. Das könnte eine der Geschichten werden, die man im hohen Alter noch seinen Enkeln erzählt, immer und immer wieder. Wie ich damals gedacht hatte, auf einer Sandplatte festzusitzen und fast zu spät zum Gottesdienst gekommen wäre. Chuck läuft und sucht und horcht und versucht zwischen den Nebelschwaden doch irgendetwas auszumachen. Vergeblich. Die Angst verdichtet sich zu Entsetzen. Es sind einige Sände, die Baltrum umlagern, und keiner ist nahe genug, dass man warten könnte. Schwimmen geht auch nicht, denn die etwa 3 Grad winterlicher Wassertemperatur hält der Körper nur ganz kurz durch, das weiß er, das haben sie kürzlich erst durchgenommen. Sein Herz bettelt verzweifelt um Hoffnung, macht einen undurchführbaren Vorschlag nach dem anderen, sein Kopf aber weiß, kühl, klar und scharf um die Sinnlosigkeit dieser inneren Kämpfe. Ganz wie man es ihm beigebracht hat, sieht er auf die Uhr und überschlägt, wie viel Zeit ihm laut Tidenkalender bleiben wird, ehe diese Plate vom Wasser gefressen wird. Retten wird er sich nicht können. Hilfe wird es auch nicht geben, da er sich bei niemandem ab- oder angemeldet hat und der dichte Nebel jeden Hilfeschrei schlucken würde, den er von sich geben könnte. So setzt er sich in den Sand. Das Einzige zu tun, das ihm noch sinnvoll scheint. Er zieht die Kladde aus dem Zigarrenkästchen und beginnt, die noch leeren Seiten mit Abschiedsbriefen zu füllen. Die Notlage ist schnell erklärt. Das Logbuchschreiben haben sie schließlich oft genug geübt. Ein Lebewohl für Mutter, einige Zeilen an die Geschwister, eine Bitte an den Finder, diese letzten Grüße seiner Familie zukommen zu lassen, Gebete, Wasserstandsberichte. Das Wasser steigt. Sie muss gar nicht wütend sein, die See umzutöten, denkt er. Heute ist sie richtig sanft sogar, aber unerbittlich, präzise wie das Uhrwerk, das ihm sagt, dass nun der Gottesdienst beginnt, 9 Uhr morgens. Das Wasser geht ihm bis zum Knie und wird weiter steigen. Das sind dann auch seine letzten Worte für die Familie. Nun packt er das Schulheft in das Holzkästchen, sichert das Päckchen, über das sich keiner mehr wird freuen können, noch mit einem Tuch und übergibt es den Wellen. So stirbt Chuck Evers im Wattenmeer zwischen Langeoog und Baltrum am Vormittag des 22. Dezember 1866. Sein Vermächtnis findet sich angespült schon am 3. Januar 1867 am Strand von Wangeoog. Gott sei seiner Seele gnädig. Vielleicht hätte es ihn ein klein wenig getröstet, hätte er gewusst, dass er selbst 150 Jahre später unvergessen ist und ein jedes ostfriesische Kind seine traurige Geschichte kennt.